Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich hatte gerade eine gute Diskussion. Kramlin fragt, ob ich in die WhatsApp-App-Gruppe gehe. Und habe ich geschrieben, hab kein WhatsApp und sie hat gelacht. Was ist WhatsApp? Ist das zum Essen? Kann ich das futtern? Oder was ist das? Hä? Was ist das? Ja. Ich bin ja so nicht der technisch. Ich nicht Telefon. Ich habe nicht ein iPhone. Wir machen ein paar Quests, wie immer. Damit wir ein bisschen mehr Levels bekommen. Jetzt bin ich zwar Level 22, aber immer noch viel zu niedrig. Nein. Das haben sie jetzt eigentlich geschrieben. Hallo, Eis. Also, was müssen wir machen? Junge Zyklop töten. Winzige Schlangen. Die töten wir mal. Da habe ich schon ein paar getötet. Die wird schnell zum Lösen sein. Und ausgewachsene Wölfe, die sind auch hier. Hallo, Moni. Sie sagt immer Moni zu mir. Ich bin doch keine Monika. Mein Charakter hieß Monika. Sudele. Hier gibt's genug Schlangen. Ja, zwei Stück. Wahnsinn. Da fühlt man sich wie in einem MMORPG. Also es ist eins, aber es hat nicht den Anschein. Einfach mal töten. Okay, vier haben wir. Ist das viel? Nein, ist nicht viel. 400 Schaden. Richtig nice. Ah, geht doch. Hier sind mal Schlangen, wo man braucht. Und ruckel nicht so auf diesem kleinen Stein. Da hat Osterhasi heim. Ein Osterhasi heim. Oh, das war cool heute Morgen. Schade, dass ich es nicht aufgenommen habe. Ich habe es irgendwie vergessen. Bin ich ins Ignreich. Die hatten extreme Invasionen gemacht. Und sind also natürlich alle weggegangen. Bin ich zu ein paar Leveler gegangen und habe einfach mal getanzt. Mit der Monika. Einfach mal getanzt. Die haben mich in die Ruhe gelassen. Aber haben mich beobachtet. Die dachten, ich würde sie killen. Aber ich habe einfach mal getanzt. Das war so extrem lustig. Aber es war auch ein bisschen langweilig. Also es ist nichts Richtiges passiert. Ich habe sie nur genervt. Ich hab sie genervt. So, noch eine Fibre. Und dann noch die Wölfchen. Sind das die Wölfchen? Ja. Ausgewachsener Wolf müssen wir töten. So, Delle. Wolf. Gib mir dein Fleisch. Wir haben denn immer noch nichts Gescheites. Ich habe hier einen grünen Stab gefunden und ein Opal. Voll cool. Ja, sonst habe ich eigentlich nichts Gescheites gefunden. Ja, glaube ich, der Nephrim ist auch, ne, aber mehr nicht. Also jetzt ist leider das Dropglück weg. Nur die ersten eigentlich 20 Levels gibt es guten Loot von Gegnern, also guten Loot, viel Loot und dann ist fertig. Da geht eigentlich fast gar nichts mehr. Dann ist man wahnsinnig glücklich, wenn man wenigstens etwas Grünes findet. Oder dann Blaues oder Lilanes. Ich glaube Lilanes, Blaues gibt es gar nicht. Ja, es gibt in jedem Spiel gibt es andere
Boni, Seltenheitsstufen, die andere Farben haben. Dann habe ich da manchmal ein Ding. Wenn ich Zeit habe, die paar Tage kommen ein paar Diablo 3 Gameplay Videos. Ich bin momentan doch wieder ein bisschen mehr am Diablo zocken. Macht ein bisschen mehr Spaß wieder. Die Frostsperren Zauberin hat sie einfach keinen Bock, keinen Spaß gemacht. Das ist einfach ein Draufhalten, mehr nicht. Mega langweilig. Und jetzt habe ich einen Mönch angefangen, der auf Feuer basiert. Und der ist schon richtig fett, anspruchsvoll und so. Da muss man auch mal auf seine Gesundheit achten. Obwohl man viel zählt als die Zauberin, aber die Zauberin eine Sphäre drauf, die Gegner sind vereist und ja, können gar nichts mehr machen. Also eigentlich ein saverer Bild. Und ja, viel zu einfach. Macht viel zu viel Schaden. Und jetzt werde ich wahrscheinlich noch einen Witch Doctor machen, also den alten ein bisschen leveln. Und dann später wieder auf Pet umbauen, umskillen. Noch zwei, aha. Die Leute im Clan wissen genau, wenn ich aufnehme, wenn ich nämlich nichts schreibe. Ich schreibe sonst die ganze Zeit irgendwas. Auch wenn es den anderen nichts interessiert. Dann schreibe ich halt für mich selbst. Ist doch auch gut, oder? Und dann fragen sich die anderen, what the fuck? Mit wem redet er? Heute, oder gestern kam eine Post, ein Posting in Form, im offiziellen Form, dass sie ein bisschen mehr machen jetzt wieder. Ein bisschen umstrukturieren, neue Games reintun und alles mögliche. Wenn es wirklich stimmt, und sie besser werden, oh, ich würde es so feiern. Aber ich verspreche da nicht viel mehr. Also viel schneller werden sie auch nicht entwickeln. Für mich finde ich sie immer noch extrem langsam. Und ja. Ich fände es besser, wenn mal richtig Patches kommen. Jeden Monat ein großer Patch oder so. Das wäre doch viel interessanter. Kann ich verstehen, dass die meisten Menschen angeschissen sind und jetzt sogar die Leute, also die Entwickler, flamen, weil sie so lange nichts gemeldet haben und nichts viel Neues bringen oder so. Kann ich wirklich verstehen, aber ja, das ist halt, viele Menschen werden stinkig, wenn es nicht ihnen passt. Das spüre ich auch manchmal, also nicht bei den Let's Plays, aber sonst irgendwie im Fußball, wenn ich mal einen nicht passe, dann wird er sofort stinkig. Ist ja schon schlimm. Tja. Okay, hier ist einer zum Abgeben. Und da unten sind noch zwei. Wieso leckst du? Ich will nicht, dass du leckst. Hast du gehört? Blödes Serverchen. Serverchen. Ach komm. Was ist jetzt schon wieder los? Ich bin Regnum und ich lecke. Ich lecke. Verliere wahrscheinlich die Verbindung. Nö. Habt ihr das gehört? Wenn Maschinen gehört. Weil ich mehrmals geklickt habe und dann alles nacheinander abgespielt wurde. So voll. Hat einer geschissen. Oh, hier noch rein. Schauen wir mal, wo die Reichsquest hinführt. Die möchte ich gerne beenden. Nach Reira. Gehen wir kurz dorthin. Nehmen wir hier noch ein paar Quests an. So. Ja, halt nochmal seine. Gut,
Jetzt hier rein. Lol. Wieso ist die verreckt? Aha, da war wahrscheinlich ein anderer von einem anderen Reich. Lol, in Fisgael sind alle NPC tot im Tempel. So, haben wir... Ha, die haben neue Quests und ich kann die Quests nicht annehmen. Blöde Icken. Als ob man die im Tempel killen muss. Oh, hier haben wir noch zwei Quests. Okay. Dann machen wir doch das kurz, wenn wir schon da sind. Gab's also eine Invasion? Ja, unsere Kristalle sind drüben, die zwei. Oh je. Also bitte, wir waren eigentlich immer übermächtig und jetzt plötzlich sind wieder die Egen zu mächtig. Irgendwie ist in Regnum irgendwie wird das alles ein bisschen geskriptet oder so. Jetzt sind es mal ein bisschen Icken stark und dann sind mal wieder die Alsen stark und so weiter. Irgendwie völlig verskriptet. Ah, ich rede mal mit dieser Person, die hat ein Ausrufezeichen auf dem Kopf und trampel ein bisschen auf der Leiche rum. Heio. Aber du bist frei. Ja, gut. Die sind hier noch. Gut. Aha, da sind die Pilze. Oh. Okay. Die Pilzquesthase haben wir auch schon wieder. Und dann wieder zurück. Zum guten Glück sind hier keine Igen mehr. Ich will nicht sterben. Ich bin mit dem Charakter noch nie gestorben, glaube ich. Ja, bin noch nie gestorben. Ist ja natürlich auch klar. Ich bin halt der Oberpro. Nein, es waren einfach keine Spieler hier, die mich töteten. Ich war noch nicht in der Warzone. Also mit der Monika war ich schon sehr früh in der Warzone. Und bin dann halt ein bisschen abgenüppelt. Aber hier, wenn man nicht gleich schlecht spielt, kann man eigentlich hier nicht abnippeln bei den NPC-Gegnern. Ja toll. Jetzt ist schon wieder dorthin. Solche Quests nerven. Und solche Bugs nerven auch. Man kann doch einfach drüber reiten. Wieso kann man nicht hüpfen? Wieso kann man nicht über Zäune klettern? Wieso kann man nicht ein normales Spiel haben? Vor allem ein realistisches Spiel. Tja. Braucht jemand Meisterdegen? Wäre nicht schlecht, aber zu wenig Damage für 51 und ja, Blitzschaden. Wer braucht Blitzschaden auf einem Degen? Die meisten haben sowieso gute Blitzresistenz, so wie ich sehe. Ist nicht gerade gut für uns und vielleicht haben wir dann sowieso ein besseres Ziel und irgendwie Degen ist glaube ich sowieso Dex, so bringt es auch nicht so viel. Da müssten wir wirklich auf Speerskillung skillen. Ich glaube es ist gehört zu Speer, keine Ahnung. Vor allem hat Speer, oh nein, hat Schwertgeschicklichkeit. Eins von beiden hat als Boni bei den Fähigkeiten beim Barbar und beim Paladin Geschicklichkeit und bei einem sind es beide. Aber ich glaube Schwert ist nur Geschicklichkeit und beim Speer sind es beide einfach weniger stark.
Jo. Gehen wir mal ein bisschen hier unten durch. Vielleicht gibt es ja Steinchen. Ich habe ein paar gesammelt. 65 habe ich jetzt. Also 15 pro 2 Tage. Ja, ja. Für ein so wenig Zock wie ich ist doch das gut. Da gibt es manche in meinem Clan, die einfach nur 15, 16 Stunden pro Tag zocken, durchzocken. Oh, das könnte ich nicht. Nach 2 Stunden brauche ich mindestens eine Pause. Und muss ich das anders gamen oder ich gehe dann raus. Oder ich gehe schlafen, je nachdem. Aber ich habe ja Zeit, also ich kann ja immer wieder kommen, locker, und dann wieder 2 Stunden machen. Dann kann ich wieder locker kommen und wieder 2 Stunden machen. Also so ist es nicht, also 5 Stunden pro Tag schaffe ich schon mit dem Zocken. 2 Stunden aufnehmen und 3 Stunden Blödsinn chatten. Oder leveln oder irgendwas, Quests machen. Ja, hier ist wieder mal nichts los. Irgendwie sind voll viele Spieler am Magnanit sammeln. Ich kann es verstehen, die brauchen ja die Magnanit zum Handeln. Ich habe ja als Challenges, die habe ich jetzt unten hingeschrieben. Könnt ihr schauen, was ich für Challenges habe. Beim Handeln ist es einfach so, wenn ihr irgendwas tauschen wollt oder eben handeln wollt, da kann ich es nicht machen, aber wenn ihr das schenken wollt und später dann etwas geschenkt von mir haben wollt, so kann ich es machen, aber nicht direktes Handeln oder Tauschen. Also habe ich mir als Challenge gemacht. Einfach so, dass ich mir nicht einfach alles erhandle und dadurch einfach mal OP werde. Da drin. Aha, hier kommt sie. So. Haben wir das auch geschafft. Hier haben wir noch ein paar Quests. Oh Gott. Wir haben immer noch volle Quest. Ah, der Klings. Soll Hallo Klings. Ja, also er hat mich ja nicht gesehen. Also, dann töten wir mal hier, junge Zyklop, Wolf, Orkknecht, aha. Wieso ein ausgebrochenes Wolfs von Orkknecht? Ah, Fell. Dachte schon. Ich brauche ein ausgemachtes Wolfs. Von einem Ork schon mal. Von einem Orkknecht. Oh Gott, die machen jeden Tag einfach mal den Drachen. Das nervt so. Die wollen unbedingt den Loot. Die wollen so OP sein. So ein scheiß gut, leicht zu bekommen. Bullshit, Drachen, Eisrüstung. Und dann fühlen sich alle OP, das mag ich nicht. Wenn ich OP sein will, dann verdient durch Gegner-Drop und nicht durch irgendwie Bosse, die ja so leicht, also nicht leicht zum Töten sind, aber ja, leicht Loot abwerfen, wenn sie getötet werden. Da ist Regnum leider ein wenig sehr unausbalanciert. Da kann das größte Scheiß-Kitty an Leichtausrüstung kommen. Aber bei Loot, also beim Gegner kloppen, beim normalen Gegner kloppen, da droppt nie was. Ist ja auch zu schade, weil das ist ja sowieso, machen ja die meisten, weil es ja so extrem spaßig ist, die ganze Zeit diese scheiß NPC-Monster zu töten. Tja. Aber eben, man kann es nicht immer recht machen. Ich kann schon die Entwickler verstehen, wenn sie mal nicht wollen. Oder einfach nicht, keinen Bock haben, irgendwas ein bisschen balancender zu machen. Aber wenn man 6 Jahre braucht, um irgendwas, einen kleinen Shit zu benutzen und den anderen Shit einfach mal ignorieren, dann stimmt es hinten und vorne nicht. Also Markknecht töten müssen wir noch. Ich weiß nicht, wo die sind. Also hier, weiß ich nicht, wo sie sind.
bei Fiskel weiß ich, wo sie sind. Und ja. Und wahrscheinlich sind die auch nur in Fiskel. Keine Ahnung. Irgendwie schießt da immer den Drachen an. Jo, gibt's so Spaßvögel. Spaßvögel. Ach komm. Braucht wieder so lange zum Regenerieren. Ich brauch einen Bashi, der mir hilft. Ein Bashi, der mir hilft. Ich brauch bessere Rüstung. Ich habe immer noch Level 15 Rüstung, Mann. Oder sind es 20 jetzt? Ja, Level 20 Rüstung ab sind schlecht, alle nur ganz normale. Da muss man sich mehr regenerieren wieder. Sich mehr ausruhen. Ausruhen muss der Körper. Er muss langweilig irgendwo herumhocken. So einen Kack. Also Orkknecht, Orkknecht. Ja, dann gehen wir halt wieder zurück. Dann gehen wir halt wieder zurück. Aber bald haben wir wieder ein Level. So anderthalb bis zwei schaffe ich pro Tag. Aber bald wahrscheinlich nicht mehr so. Und der Klinks ist schon wieder hier. Er will wieder Klinks sein. Klinks. Klinks. Kann man hier eigentlich... Was will er handeln? Was willst du? Willst du nix? Großes Leben handeln. So. Okay. Weil er hat die Quest, das Questobjekt schon, und das wird wahrscheinlich irgendwie nicht angenommen. Darum hat es mir kurz gegeben, dann wird er zurückgewollt, damit er die Quest